Die Interleaved Sample Overs sind virtuelle, durchschießende Overs, die sich aus den Daten der umliegenden Samples und dem logischen Wellenformverlauf ergeben, wie ich sie soeben im vorangegangenen Abschnitt erklärt habe. Sie sind also nicht als digitaler Wert vorhanden, sondern zeigen sich durch Oversampling oder DA-Wandlung. Wenn Sie eine Wortfolge mit zwei voll ausgesteuerten Worten haben, die von niedriger wertigen Samples umgeben sind, ist vordergründig kein Over zu erkennen. Wenn Sie aber mehrfach oversamplen, das heißt die Samplefrequenz mehrfach verdoppeln, entsteht bei zweifachem Oversampling eine Folge von fünf voll ausgesteuerten Worten. Nach unserer Regel, drei Worte Vollaussteuerung werden als Over interpretiert, liegt jetzt eine Übersteuerung vor. Diese Technik machen sich Brickwall-Limiter zunutze, indem sie vor dem Limiting die Samplefrequenz mehrfach erhöhen. Wird jetzt gelimitet, sind auch die Interleaved Sample Overs entfernt, die in der DA-Wandlung Artefakte durch Übersteuerung hervorrufen können.